Willkommen zurück zu Galleon. Ja, es geht nun weiter hier. Na, bei Galleon. Auf der zweiten Insel. Nach einem Sturz war das letzte Mal, was gespeichert wurde. Denn ich habe jetzt, auf der Windmühle habe ich jetzt das Schiff von Jabez hochbekommen und getreten. Jetzt muss ich vor Jabez Calverly erreichen. Und es geht um Zeit. 3 Minuten. Ich muss Calverly vor Jabez erreichen. Ja, und das letzte Mal hat er sich so schlau angestellt, dass er runtergeflogen ist. Er ist allerdings nicht gestorben. Er ist hier auf dem Schiff gelandet, ist aber vorher nicht abgesprungen. Was er schon mal wieder nicht gemacht hat. Hier, Rama, kennst du das? Ist es für dich noch ein Begriff oder ist es schon längst out? Xbox, übertreib deine Rolle nicht. Irgendwann schlachte ich irgendwann die Xbox. Ich muss Calverly vor Jabez erreichen. Aber komischerweise ist es nur bei diesem Spiel. Allerdings hat er keine Kratzer oder irgendwelche Flecken. Und bevor ich die Aufnahme gemacht habe, habe ich auf die CD geguckt. Da war nichts zu sehen. Spring, du Hund! Meine Güte! Ist das zu schwer? Ich muss Calverly vor Jabez erreichen. Klaut auch nur wieder Zeit. Ich habe echt das Gefühl, er macht es manchmal mit Absicht. Ich muss Calverly vor Jabez erreichen. Halt den Mund! Eigentlich wollte ich halt die Klappe sagen, nicht halt den Mund. Und das heißt ja halt dein Mund. Boah, Alter. Ich drücke gar nichts mehr. Er hängt einfach. Ist ja nur so, dass jetzt eine halbe Sekunde wieder vergangen ist, ja. Oh, was? Er hat's raufgeschafft? Wie kommt das denn jetzt? Oh! Darf aber jetzt darauf gehen, ja? Ach, Mama, tu mir einen Gefallen, reiß es zusammen! Ich weiß, unterwegs müssen wir noch 2 Sachen einsammeln, bevor wir bei Calverly und Jabez sind. Junge. Das macht er mit Absicht, der Arschloch. Oh, wow. Da war es jetzt fast zu spät ist. Okay, das war jetzt meine Schuld. Ist ja nicht so, dass da noch 2 Gegner vorkommen, ne? Noch der beschissene Pilz. Und wie gesagt, es sind noch 2, 3 Sachen, die wir einsammeln müssen unterwegs. Aber begreifst ja nicht mit deinen Erbsen hören. Ich muss Calverly vor Jabez erreichen.
Lass ihn vielleicht tatsächlich erstmal aufs Eis legen. Kennst du überhaupt das Wort? Auf Eis legen. Damit meine ich, dass ich das Spiel dann pausiere. Und das unbegrenzte Zeit. Gut, ich muss also mehrmals die Sprungtaste drücken. Komme ich überhaupt da durch? Jo. Was passiert, wenn ich den hier aktiviere? Ist da vielleicht irgendwas Bestimmtes? Einmal aus Just for Fun. Bringt zwar jetzt nichts viel, aber okay. Na, wo kommen jetzt die Speer? Denn die habe ich definitiv noch im Kopf. Du Hund! Ey. Da klappt einmal irgendwas, dann macht er so einen Blödsinn und es hängt sich schon wieder auf. Oh, besser ist es für dich. Ich muss Cavalry Forger besser erreichen. Denn ich habe jedes Mal keine Lust, die Xbox neu zu starten, nur weil dieses Spiel ein Arschlochspiel ist. So. Sorry, aber ist halt so. Och Mann, häng doch nicht. Ja, spring ab. Alter. Es muss alles mit einem Zug klappen. Sonst geht sehr viel Zeit weg. Das sind schon wieder fast 6 Minuten, die ich jetzt hier verbraucht habe in der zweiten Aufnahme hier. In der ersten Aufnahme war es ca. 1,5 bis 2 Minuten. Ich möchte nicht einen ganzen Part haben, wo ich nur diese Da, ich raste hier gleich aus. Ich halte es nicht mal in der Hand. Also den Controller. Ich sagte, es ist meine Bestrafung. Und was verstehst du unter Gehe nicht? Nutzloser Bastard. Ziehen gelassen. Ja, zieh die Waffe weg. Zieh die Waffe weg. Sagt er was? Oh! Okay, den Weg habe ich jetzt nicht mal so lange in Erinnerung. Muss ich jetzt springen? Den hatte ich jetzt wirklich kürzer in Erinnerung. Ich weiß, dass hier irgendwo ein Pilz lag. Oder war es da vorbei? Ah, hier ist zum Beispiel eine Pistole. Ja, komm bei dich. Ich musste das jetzt im Kauf nehmen. Da liegt der Pilz.
ein blauer war. Nicht stehen bleiben. Komm aus dem Arsch. Besser ist es. Jetzt sagt mir, als mein Schiff das letzte Mal hier war, haben die Leute darauf erwähnt, wo sie herkamen? Was für Leute? Ach, die Leute. Nein, nein, kein Wort. Irgendwie kann ich das nicht ganz glauben. Der Kopf fehlt ja. Achso, nee, doch nicht. Das ist nur die Krone, das sah so merkwürdig aus. Als ob der einfach so seinen Kopf jetzt einfach bewegen kann. Und darf ich jetzt vorstellen? Die zwei darf ich jetzt vernichten. Das sind jetzt Bosskämpfe. Und die letzten zwei auf dieser Welt. Neptun. Ey, kann ich nicht da rein? Habe ich jetzt durch das Schaden bekommen oder durch die? Ich krieg von den Schaden. Hallo? Was ich tun muss, ist, die auf den Rücken zu springen. Also so wie bei der Riesenkrabbe damals. Wenn der Depp mal hier macht. Du denn da? Einmal hatten wir das. Alter, entscheide dich doch mal! Behältst du dich jetzt da fest oder lässt es bleiben? Aber geh mir nicht auf die Nerven! So, was ich sagen wollte, einmal hatte ich ein Neptun sich da irgendwo hier beim Eingang sich festgepackt. So, dann kann ich ja kurz. Oh, kann ich hier außen rumgehen? Junge, übertreib es nicht. Ich kam nie auf die Idee, hier außen rum zu gehen. Positive ist, ich kann mir jetzt Zeit lassen. Aber anscheinend geht es hier jetzt nicht weiter. Schade. Hä? Kann ich die Kanonen verwenden? Und die leuchten schön. Beeil dich! 1000 Nickerchen später. Ja. Also bis Ramazabrühe aus dem Arsch kommt, ist er schon lange tot. Die Welt gehört dann mittlerweile dann auch schon Jabez.
Ja, macht Schaden. Naserkette. Das heißt, darauf klettern und das Bein befummeln. Oh, noch ein Angriff. Das hätte ich mir jetzt alles sparen können, hätte Rama sich nicht dumm angestellt bei der ersten Kanone. Was war das denn?